BeibeischülerInnen. Wenn bayerische Schulen im Schriftverkehr gendern, könnten sie jetzt Ärger bekommen. Warum? Die bayerische Regierung hat ein Genderverbot auch an Schulen beschlossen. Insgesamt trifft es neben Schulen noch die Verwaltung und Hochschulen. Das heißt, in Mails, auf der Homepage, in Jahresberichten, auch in Unterrichtsmaterial und Zeugnissen darf nicht gegendert werden. Grund? Die bayerische Staatsregierung will keine ideologiegetriebene Sprache im dienstlichen Schriftverkehr. Schlechtere Noten? Die soll es wegen des Genderns aber nicht geben. Der Doppelpunkt wird in Arbeiten allerdings angestrichen. Die Bundesschülerkonferenz kritisiert das. Das Verbot sei Bevormundung und ein Eingriff in die Freiheit der Schüler. Jeder solle selber entscheiden können und man wolle nicht, dass es heißt,